Allererstes Mal schauen wir jetzt hier rein. Hier habe ich mir mal vor kurzem erst eine Hauptzentrale gekauft. Und ich muss sagen, ich finde dieses Hauptkontrollzentrum echt nice. Es lohnt sich auf jeden Fall. Meine Zwecke. So, guck mal einer an hier. Schon wieder leer hier. Da werde ich, glaube ich, jetzt manuell aufstocken. Dann haben wir eher auf Mark warten müssen. Warum nicht? Hey, konnte ich von hier aus nicht auch eine Versorgungstruppe abweichen? Hoffe ich jedenfalls, dass es das spart. Vicky Lala. Ja, ich habe heute auch schon ein bisschen trainiert. Rücken gemacht, war spazieren im Schnee. Schade, dass es ja so matte Schnee ist. Aber willst du machen, wa? Oh, wir waren schön wieder am Server, der perfekte kann nachher richtig aufstellen. So, wollen wir doch mal gucken. Boah, hau jetzt im Messer. Hab ich's? Ja, ich hab's. Nicht jetzt heraus, wa? Nicht rauslassen. Ist schon mal genau bei dieser einen Mission ist es nicht mal passiert. Ich bin bei einer Oppressor-Farm gepackt und irgendwie hat er sich ein NPC meine Oppressor gekrallt und ist damit weggefahren. Ich bin irgendwo gegen gefahren, ich konnte ihn noch also holen, aber war trotzdem sehr lustig, wenn man so ein Passant drauf gesessen hatte. Hat er nicht gereicht. Noch mehr haben. War ein bisschen gierig. Oh, Kopio, Beach. Oh. So, was haben wir das denn? Was ist der denn hängen geblieben? Nee, da nicht hin. Da würde ich nicht hinschießen. Ungerne. Super nice. Einfach mal rapp. Schön weggerotzt, die beiden. Ich sitze immer noch so ein bisschen auf heißen Kohlen. Weil ich immer noch nicht weiß, ob sie verlängern wollen oder nicht. Ich meine, es sieht zwar danach aus, aber ganz sicher kann man mich aber ja nicht, ne? Vielleicht muss ich am Team nicht wieder arbeiten gehen. Wenn die nur auf die Motorräder fahren, dann wäre gar nicht nichts. Ich finde das manchmal ganz entspannt, so zum Start von GTA, so ein paar Versorgungsmissionen selber zu machen, spart nicht nur Geld. Sondern halt, man kann sich langsam wieder so ein bisschen das mal einfügen in das Game. Und die machen ja manchmal auch Spaß, ne? Ich bin ja nicht unbedingt so geldgeil, dass ich jetzt nur diesen Heist machen möchte. Und dann auch einfach so mir das Gefühl vermitteln, dass ich mich um mein Business kümmere und so weiter und so fort, ne? Und immer nur Vorräte kaufen halt spart jede Menge Zeit, das ist richtig, da kann man andere Sachen machen in der Zeit. Weil ich warte eh auf Marco und ich weiß ja nicht, wann er jetzt endlich mal eintrudelt. So. So, einmal machen wir das jetzt noch. Und dann kümmern wir uns um den Meth. Ach Mensch, Mark, wo bleibst du denn jetzt? Wir alle warten auf dich, Mark. Alle warten wir auf dich. Wir rotzen wir erstmal alle weg. Ah, lebt er noch, oder? Nicht zu nah ans Auto ran, bitte, Leute. Deswegen kann ich fahren. Siehst du, man sollte nicht immer aufs Handy gucken und Auto fahren, ne? Das ist der Beweis dafür. Hat man gleich irgendwo gegen. Jetzt reicht's ja aber. Ich genieße das Spiel immer noch ganz gerne. Hoffen wir mal, dass das Jahr 2021 besser wird. Da ist Marc. Hallo Marc. Hallo, hallo. Wie geht's dir? Wir warten alle schon auf dich. Bestens. Bin frisch versorgt. Kann starten. Wie viele sind bei dir auf dem Server? 4 waren, glaube ich. So, Marc, jetzt kann ich mal kurz gucken. Ja, 4 sind drauf. Mit mir sind es also 3 andere noch. Marc, wie weit hast du schon alles vorbereitet für Dingensbummens? Für den Heist? Hast du schon mal vorbereitet? Wir sind doch fertig. Wir können doch starten. Stimmt, ja. Haben wir ja, gestern schon gemacht. Ja, er lädt. Ich los, nochmal für den Heist wieder. Weil ich muss sagen, ich persönlich finde beim Casino das Setting cool. Es fühlt sich echt cool an, so wie so ein richtig schöner Bankräuber, reingehen, fertig und so weiter. So, ich bin drauf. So, ich würde dann einfach mal starten, wa? Mache das, Marc. So, warum fahren wir jetzt hier außen rum? Weil hier ist Koks. Und wir haben leider nur hier Klamotten gefunden. Und das Boot haben wir uns jetzt geholt, weil wir einfach mal gucken wollten, wie das Boot ist. Unser Plan ist halt, wir fahren jetzt hier hin, holen uns die Klamotten, holen uns wieder Koks. Und ab rein hier, da haben wir dann noch Gold und so. Aber halt nur einmal für jeden. So, wir sind gleich da. Ich sehe es. Denkt dran, hier kommt immer von hinten gleich ein Auto angefahren. Ach, so geschissen. Oh, da kommt's angetrudelt. Ah, warten wir noch, das Auto noch ab. So, nach wir können. Okay, ich hab... So, ich bin umgezogen. Marc, hoffen wir mal, dass jetzt alles funktioniert. Ich möchte bitte, dass du auf die Sichtkegel aufpasst. Wie ja, ich? Ja, du stehst da mittendrin. Nee, das glaube ich nicht, dass ich schuld bin. Nee. Das kann gar nicht sein. Du bist immer schuld. Er geht rein. Ja, dann mach das. Das war aber jetzt nicht so prickelnd. So, ich hab jetzt schon alles geholt. Ab ins Auto. Ich habe jetzt keinen Bock, wie nochmal. Du bist voll, ja? Gut. Hätte. Fahrradkette. Mach Absicht. Open Door.
Erstmal schön anhupen da den Präsidenten. So, wir haben schon mal keine Karte, das ist schade. Eine Poolparty machen wir, hältst du davon? Ja, wie zum Geier? Wie? Warum? Komm, wir kämpfen. Scheiß drauf. Ich hab Bock, nochmal 250.000 zu verlieren. Sind alle besoffen. Machen wir am besten jetzt, am dümmsten. So hier. Ja, er schießt auf mich. Der schießt irgendwie gleichzeitig in alle Richtungen. Sehen, warte, alles sehen. Oh, er hat sich versteckt. Warte mal, Gondorea. Oh, ich habe einen Schlüssel gefunden. Na, warte, ein Wunder. Ich glaube, ich kann den gleich reinkriegen, ja. Er ist tot. Mark hat die nämlich alle unter Drogen gesetzt. Die schießen nicht so gut. Die schießen zum Glück so schlecht, ey. Wer weiß. Aber Gold und Kokain, du weißt doch. Ja, die Milde bringen aber auch ungefähr nur 20.000 weniger als Gold. So, the door is open. Dann müssen wir die wohl nochmal machen, den heißt Mark. Leider. Schöne die Eier. Bitten mussten auch noch, Mark. Mark, wir müssen noch mal ran, wenn heißt, das geht so nicht. Wir wollen so nicht gefallen lassen. Was soll's? Ist halt so. Mark, ich schieb einfach die Schuld dir in die Schuhe. Was machst du mit deinem neuen gewonnenen Reichtum? Na, gleich dich auf den Kopf kloppen. Richtig. Hallo, Kosatzka. Also wird sich funktionieren. Ach, schön, dann haben sie unten hingestellt, die Dingens. Ah, hier ist es. Boah, bist du ein starker Typ. Hey, im Sport. Schön. Jetzt freue ich mich mal, dass ich hier einen Bauhelm finde, ja, und es entspannt machen kann und du sabotierst mich hier schon wieder mal. Alter! Rück mal kurz den Baum noch ein bisschen getrimmt. So, wir sind einfach rein. So geht's auch. Okay, so geht's auch. Die Kamera jetzt ausschalten, du rennst einfach rein. Aber irgendwie waren die ja gerade trotzdem in Alarmstimmung. Ich hab doch nachher ausgemacht. Immer sabotierst du mich hier. Der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Denn Sparrow ist doch ja nicht schwarz. Wer hat denn das behauptet? Du. Oh, du hast vorhin von der Kosatka geredet, Mensch. Erwartet? Ja. Mann. Sabotierst du dich schon selbst, Mann. Eigentlich will ich nur Verwirrung stiften. Das kannst du gut. Ja. Ein schöner Drauschen. Weil ich eigentlich gerade eine Lenkrakete abschießen wollte. Scheiße. Warte mal, ich muss mal die Kosatka verlassen. Kacke. Okay. Jetzt habe ich die ganze Zeit Kamerarauschen in der Sicht. Tja, selbst schuld. Weil du wieder Mist beim wusstest, was ich vorhabe. Ob wir rinnen oder nicht? Ich sehe nichts. Siehst nichts? Nee, ich hab nur eine Kamera rauschen. Ach, Marc, ey, ja. Du sabotierst dich auch immer auf alle erdenkliche Weise selber. Ich verstehe gar nicht, warum man nicht eifersüchtig ist, dass wir da durch den Abwasserkanal rein wollen. Endlich. Nach 2,5 Stunden. So, wir brauchen noch einen Schlüssel. So, ich hab den im roten Shirt schon mal im Visier. Warten, ob es der Juggernaut vorbeiläuft. Ich glaube, wir können. 3, 2, 1, Feuer. Perfekt! Schlüssel liegt da. Auch? Jetzt muss ich sich durchbewegen. Das läuft doch bisher ganz gut, Mann. Besser wie sonst. Decke schon mal den Fahrstuhl. Fresh Gods, vielen Dank. Habe ich. Los. Schön, Sekunde. Man muss laufen. So laufen, wie wir gekommen sind. Geradezu würde ich jetzt sagen. So laufen, wie wir gekommen sind. Oh, herrlich. Guck dir das an. Ohne Absprache. Rein da. Ah, fuck. Okay. Ballern. Mach Tor auf. Einfach gerade zu laufen zum Tor. Okay, du musst. Dass man dieses Video überspringen kann mit Nerven gesehen.
Frag mit Motorrad. Hier war die Motorräder? Ja. Ja. Oh nein. Ja, so ein Kackpfeiler mitgenommen. Oh, macht er denn hier mit dem Gebüsch? Gibt's doch nicht. Perfekt. Ja, okay. So, ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten, fürs Dranbleiben, für die netten Gespräche. Spaß gemacht auf jeden Fall. Wir haben jetzt zweimal heiß gemacht. Der erste war echt grottig, der zweite war jetzt auch. Na, okay. 30.000 verloren jetzt, trotz allem noch, okay. Ich denke mal, mit der Summe kann ich leben. Ich dachte, dass es rum war. Und ja, wenn euch das Ganze soweit gefallen hat, lasst ein Follow da, würde mich sehr freuen. Könnt auch gerne meinem Discord joinen. Die Community, da baue ich gerade die Community auf. Da könnt ihr euch in den Treffen quatschen etc. Würde mich freuen, euch da zu sehen. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Abend und lasst euch auf jeden Fall nicht ärgern. Danke fürs Einschalten, bleibt gesund, bleibt zu Hause und ciao mit Fabio.